Leute und willkommen zu einem weiteren Video und vielen Dank wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist mal wieder eine Eilmeldung und zwar hat Apple iOS 6.1.3 veröffentlicht. Und das schauen wir uns gleich mal an, indem ihr in die Einstellungen geht und ich war vorhin schon drin, Softwareaktualisierung iOS 6.1.3, weitere Informationen, da steht hier, behebt ein Problem, bei dem die Telefon-App ohne Eingabe des Codes benutzt werden könnte und Verbesserung für Maps in Japan. Also die Japan-Maps wurden ein bisschen verbessert, das wurden sie aber auch schon ohne die Updates, einfach auf den Servern und eben der Lockscreen-Bug wurde behoben, worüber viele Leute auch froh sind. Zudem, was auch Apple hier nicht reinschreibt, wurde angeblich die Sicherheitslücke gestopft, die den Jailbreak möglich macht, also den Jailbreak von Evasion. Das war einer der erfolgreichsten Jailbreaks und der soll jetzt angeblich mit iOS 6.1.3 nicht mehr möglich sein. Ja, ich kann mich jetzt dazu nicht wirklich äußern, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, ich würde sagen, ich installiere jetzt hier das einfach mal. So, das System hat jetzt wieder neu gestartet und jetzt gebe ich mal meinen Code ein. So, jetzt kommt die SIM-Karte, die entsperre ich auch noch einmal. So, die SIM-Karte habe ich jetzt entsperrt. Und wie ihr seht, wird wieder nach Netz gesucht. Das System hat sich soweit wieder hochgefahren. Ja, so. Und ja, jetzt habe ich hier iOS 6.1.3 drauflaufen auf dem iPhone. Ich gehe mal hier in die Einstellungen. Allgemein. Hier iOS 6.1.3, ihre Software ist auf dem neuesten Stand. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, also ich hoffe jetzt, dass der Lockscreen-Bug behoben wurde. Dann das Kartenmaterial für Japan interessiert uns nicht wirklich. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und schaut auch noch meine anderen iOS-Videos an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.